Willkommen zu einer neuen... Auf die Dicken! Auf die Dicken, gut, Prost! Willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt soll ich sagen, noch Hirn-TV, aber nein, das sind ja wieder ganz andere Zeiten. Eine neue Folge Pokémon Go. Und ihr wisst alle, der neue X-Raid ist draußen. Also Deoxys kennt man ja schon, aber jetzt ist es nochmal zurückgekehrt in seiner Angriffsform, die ja richtig krass sein soll oder eben auch nicht, da nur der Angriffswert hoch ist und vor allem die Verteidigung richtig schlecht. Soll es also möglich sein, Deoxys auch solo zu bezwingen? Das haben wir natürlich mal probiert. Was heißt wir? Solo heißt ich. Und hab mal eine private Gruppe gemacht beim X-Raid. Hab mal geschaut, wie schwer es ist, wirklich Deoxys solo zu bezwingen. Es wurde ja geraten, am besten natürlich Despo dazu nehmen mit Biss, Knirscher, weil Unlicht immer noch am effektivsten ist. Ihr könnt natürlich auch Snebuna nehmen, sonst was. Vielleicht schafft ihr es auch, wenn ihr euch eine ganze Armee mit Gramurks ranschafft. So ein paar Gramurks, über 1000 PP, Level 30 irgendwas genommen, 6 Stück, 12 Stück, 18 Stück, wie auch immer. Könnt ihr ja mal probieren, da kann man noch ein paar Experimente wagen oder vielleicht einen Duo-Raid gegen Deoxys mit nur Gramurks. Wäre vielleicht auch lustig und ein YouTube-Video wert, aber ich habe keine Gramurks mehr, leider. Hab's natürlich also deswegen mit Despota probiert, hab auch nur ein Team gebraucht, aber nicht mal das Ganze. Ich glaube 3 oder 4 Despota und dann war das Ding auch schon fertig, 110 Sekunden Restzeit, also das ist wirklich eine Masse gewesen. Ich dachte, das wird wirklich knapp. Es hatte, glaube ich, Psi-Strahl oder Psi-Schub, hat jetzt wirklich auch kaum was abgezogen beim Despota und deswegen war das eigentlich ein leichtes. Ich weiß nicht, warum das so gemacht wird, bei Heatran war das Ganze ja schon so, dass es zu zweit auch locker machbar war. Jetzt natürlich mit Deoxys, alle sagen Angriffsform, oh mein Gott, die haut bestimmt ultra rein, aber selbst für Solo-Spieler mit Leichtigkeit machbar, wenn ihr ein paar Despota habt. Wie gesagt, 4 Stück würden also auch schon ausreichen. Da kommt Musik, darauf erstmal ein Bier. Denn es geht ja dem Ende zu, der Ismo ist da, da wird wieder gefeiert und ein Bierchen gehoben. Und den Raid habe ich natürlich auch eingeblendet. Es gab auch einen richtigen Glückspilz. Der da Horst. Da treibe ich drei Tracks in einer Nacht. Der Horst of Death zum Beispiel. Grüße gehen raus an Horsti. Hat gleich ein 100%iges Deoxys bekommen in der Angriffsform. Das hatte 1474, glaube ich. Also 1474 WP. Glückwunsch an der Stelle. Blende ich hier natürlich auch mal ein. Und ja, dann steht dem Ganzen also nichts mehr im Wege. Macht einfach ein paar Raids an X-Raider-Arenen, dann kriegt ihr natürlich eine Einladung. Nächste Woche ist schon wieder der nächste an der Brücke. Dann könnt ihr die Dinger solo machen, ihr könnt die zu zweit machen. Ihr müsst keine Angst mehr haben, dass euch das entgeht und ihr nicht genügend Leute seid. Auch wenn da steht, empfohlene Gruppengröße 20, einer würde schon reichen. Natürlich macht es mehr Spaß in der Gruppe, aber man muss ja auch mal die Grenzen ausloten. Das war es aber von meiner Seite aus. Und wenn der Ramses euch einladen soll, dann müsst ihr Bier trinken. Könnt ihr euch auch mal einladen. Er lädt euch ein zum Bier trinken. Ja, aber das bringt ja nichts, als ob da jemand von Honolulu hierher fährt, extra nur wegen dem Deoxys. Peace! Das war es also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da hinten knallt schon wieder die Socke, wie ihr gehört habt. Also bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.